Nachdem wir uns zunächst mit den theoretischen Grundlagen des Steuerhaftungsrechts beschäftigt haben, geht es nun darum, diese Grundsätze auf einen praktischen Fall aus der unternehmerischen Realität anzuwenden. Wir bedienen uns dabei hier des Beispiels einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, der X GmbH. Der Geschäftsführer der X GmbH zahlt für den Monat Februar 2014 die Löhne an die Arbeitnehmer aus. Für den Monat Februar 2014 zahlt er aber weder die Lohnsteuer noch die Umsatzsteuer aus. Frage: Wie haftet nunmehr der Geschäftsführer der X GmbH für die Steuerschulden der X GmbH, die aufgrund der später eingetretenen Krise der GmbH nicht mehr aus deren Vermögen gezahlt werden können? Wir hatten uns bereits die Tatbestandsvoraussetzungen der Haftung im steuerlichen Abgabenrecht erarbeitet. Es handelt sich um insgesamt 5 Voraussetzungen, die wir nachfolgend im Einzelnen abarbeiten. Erstens ist Voraussetzung, dass die Person, die in Haftung genommen werden soll, zu den Personen gehört, die in § 34 und 35 Abgabenordnung genannt werden. Insoweit handelt es sich bei dem Geschäftsführer nach § 35 GmbH-Gesetz um die Person, die bei der GmbH nach außen hin zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt und verpflichtet ist. Der GmbH-Geschäftsführer ist somit Vermögensverwalter im Sinne von § 34 Abgabenordnung. Das erste Tatbestandsmerkmal ist damit erfüllt. Als zweites Tatbestandsmerkmal ist erforderlich, dass die Person eine Pflicht verletzt hat. Im vorliegenden Fall wäre der Geschäftsführer nicht nur verpflichtet gewesen, die Lohnsteuer ordnungsgemäß anzumelden, also mit Ablauf des Voranmeldungszeitraums, in dem der Lohn ausgezahlt worden ist, sondern zudem hätte er bei Fälligkeit die Lohnsteuer auch zahlen müssen, was er hier unterlassen hat, sodass eine Pflichtverletzung gegeben ist. Hinsichtlich der Umsatzsteuer liegt die Verpflichtung des Geschäftsführers anders. Grundsätzlich ist zunächst zu prüfen, ob ein Vorgang vorliegt, der Umsatzsteuer unterliegt. Das ist hier gegeben, weil im Sinne von § 1 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz Lieferung und sonstige Leistungen der GmbH im Inland gegen Entgelt erbracht worden sind. Indem hier jedenfalls die Umsatzsteuer nicht gezahlt worden ist, liegt eine Pflichtverletzung. Dritte Voraussetzung für die Haftung nach § 34 und 69 Abgabenordnung ist das Vorliegen eines Haftungsschadens. Das heißt, bei der Finanzverwaltung muss ein Schaden entstanden sein. Dies ist hier dadurch gegeben, dass weder die Lohnsteuer noch die Umsatzsteuer für den Monat Februar 2014 gezahlt worden sind. Vierte Voraussetzung ist die Ursächlichkeit zwischen der Pflichtverletzung und dem Eintritt des Haftungsschadens. Das heißt, wir benötigen eine Kausalität zwischen dem Unterlassen des Geschäftsführers und dem Schaden. Dies ist hier dadurch gegeben, dass bei rechtzeitiger Zahlung aus dem Vermögen der GmbH die Finanzverwaltung nicht das Risiko gehabt hätte, dass später, beispielsweise nach Eintritt der Krise oder gar der Insolvenz auf der Ebene der GmbH, eine Zahlung aus deren Vermögen nicht mehr erfolgen kann. Fünfte Voraussetzung ist die Schuldhaftigkeit des Handelns des in die Haftung genommenen Geschäftsführers. Im vorliegenden Fall kann vom Geschäftsführer einer GmbH erwartet werden, dass er selbst die hinreichenden Fachkenntnisse hat und weiß, dass die Lohnsteuer nicht nur einzubehalten, sondern auch abzuführen ist, beziehungsweise dass es sich bei der Umsatzsteuer um eine Steuer handelt, die auch nach der Umsatzsteuervoranmeldung an die Finanzverwaltung zu zahlen ist. Wir können also im vorliegenden Sachverhalt davon ausgehen, dass mindestens grobe Fahrlässigkeit, wenn nicht sogar Vorsatz beim Geschäftsführer vorliegt. Nachdem wir gesehen haben, dass hier die 5 Kriterien erfüllt sind, stellt sich als nächstes die Frage der Rechtsfolge. Bei der Lohnsteuer ist diese Frage recht einfach zu beantworten, da die Lohnsteuerhaftung sich auf den gesamten Betrag bezieht, der als Lohnsteuer geschuldet wird.
Demgegenüber greift bei der Umsatzsteuer der Grundsatz der anteiligen Haftung. Das heißt, es ist im Nachhinein zu überprüfen, ob die Finanzverwaltung bei der Abführung der Umsatzsteuer schlechter gestellt worden ist als andere Gläubiger. Das heißt, es ist eine Vergleichsrechnung anzufertigen, welche Zahlungen im kritischen Zeitraum einerseits an sonstige Gläubiger und andererseits an die Finanzverwaltung geleistet worden sind. Weitere Rechtsfolge ist, dass die Finanzverwaltung nach § 191 Abgabenordnung die Möglichkeit hat, den Haftungsanspruch durch Steuerverwaltungsakt, nämlich einen sogenannten Haftungsbescheid, geltend zu machen. Wichtig ist es für den Geschäftsführer zu wissen, dass eine Haftungsentscheidung der Finanzverwaltung grundsätzlich vollstreckbar ist, solange der Geschäftsführer nicht erfolgreich beim Finanzamt oder beim Finanzgericht einen Antrag auf Aussetzung der Vollziehung gestellt hat. Sie sehen also, dass der Geschäftsführer hier in die unangenehme Lage kommt, von der Finanzverwaltung in die Haftung genommen zu werden und er dann seinerseits aktiv werden muss, um zu versuchen, gegen den Steuerverwaltungsakt Haftungsbescheid vorzugehen. Parallel dazu sollte er regelmäßig auch versuchen, eine Aussetzung der Vollziehung zu erlangen.